zwei oder drei. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp. Nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Hallo? 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 Wir haben eine Box geschickt bekommen und das ist sie. Da, wir gucken uns aber erstmal ein kleines Intro an und dann gucken wir mal, was da drin ist. Bis gleich. Heyo und willkommen zurück. So, die Box, ich hab's mal auf den Boden gestellt, ist heute gekommen mit der Post. Es ist die Legend Box von King's Loot. Und ich glaube, ich muss sie nebendran stellen, weil so kriege ich die hier nicht auf. So, wir machen das mal so. Und dann gucken wir mal rein, was da drin ist. Einmal so und einmal. Stell nicht auf. Ich muss nochmal das Kärbchen zur Hand nehmen. Heiliger Bimbam ist die groß heute. Und wir haben als allererstes Beste von allem Verpackungsmaterial mit einem Smiley drauf. Guckt mal. So. Nee. Dann zuallererst das Motto der Box und das ist diesmal Battle Crowns. Hier ist das Lootbook. Da ist auch nochmal Werbung für die Gamebox drauf. Die könnt ihr leider nicht mehr bekommen. Die ist schon ausgelaufen. Wenn ihr noch Bock habt auf die Horrorbox, die könnt ihr noch bestellen. Und hier oben ist Werbung für die Oktoberbox von King's Loot mit Anti-Heroes. Da gucken wir jetzt aber noch nicht rein. Ich will mich nicht spoilern. Ich sehe hier schon viel zu viel. So, wir gucken als erstes. Was nehmen wir dann als erstes? Wir nehmen als erstes den Pin, und zwar den Kingpin. King's Loot hat ja, wie immer, ihr wisst, einen speziellen Kingpin zur Box, zu dem Motto. Und diesmal ist es, this is Sparta. Ein kleiner Spartaner. Schau da mal her. So schaut er aus. Sehr nice. Als nächstes, wir machen erstmal den kleinen Krempel, haben wir hier ein kleines Beutelchen. Schaut mal. Von The Hobbit. Von welchem Teil ist es? Battle of the Five Armies. Und hinten drauf steht Azog. Azog, ihr wisst, war einer der Bösewichte, der große weiße Ork. Und wir gucken mal in das Beutelchen rein. Und in dem Beutelchen befindet sich eine... Moment, ich packe sie lieber erstmal aus. Wenn ich den Anfang finde, hier. Eine Sammelmünze aus purem Gold. Schaut mal. Das ist die eine Seite. Da ist einer von den Adlern drauf, die Hobbits und Gandalf befreit haben. Und auf der anderen Seite... Ja. Auf der anderen Seite ist Azog drauf. Schaut mal her. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die glitzert ziemlich stark. So. Schön. Eine kleine Sammlermünze von der Hobbit. Was haben wir denn noch? Wir haben hier eine Halskette. Und zwar ist es zu Northman a Viking Saga. Und die ist relativ schwer. Das ist eine ziemlich coole Halskette an einem Lederbändchen. Ich glaube, ich wüsste da auch schon einen Abnehmer. Hallo Jan. Schaut mal, mit so Runen drauf. Sehr cool. Ja, da wollen wir doch mal gucken, ob wir da jemanden finden, der sich vielleicht dafür interessiert. So, was haben wir als... Alter Schwede, was ist denn das? Okay, wir machen mal mit der Figur weiter. Und zwar haben wir von Super Smash Brothers von Amiibo für Nintendo eine Figur. Und zwar ist es in dem Falle Lucina. Ich lasse sie jetzt aber mal verpackt. Schaut mal her. So schaut sie aus. Mal ein bisschen drehen, damit man sie komplett sieht.
so. Ich lese hier hinten gerade mal vor, wer das nicht kennt. Diese Amiibo-Figuren kann man wohl auf die Wii U und auf die Nintendo 3S draufstellen. Läuft dann wie bei dem Lego-Spiel Dimensions. Und dann kann man diese Figur im Spiel dann selbst spielen. Und in dem Fall ist es, wie gesagt, Super Smash Brothers. Smash Brothers. So. Okay, eine schöne Figur. Dann haben wir eine Cappy. Und zwar ist es eine Cappy, wenn mich nicht alles täuscht, zu Dragon Age. Wir packen sie mal aus. Cappys sind immer toll. Ich liebe Cappys. Ja, ich hatte recht. Dragon Age Inquisition von Gaia Entertainment. Schaut mal her. Da ist das Zettelchen. Und so sieht die Mütze aus. Mit so einem kleinen roten Rand am Schild. Und hinten nicht auf billig gemacht, sondern die guten Stoffbänder zum Verstellen. Sehr schick. Schöne Kappe. Wird ihre Verwendung finden. So. Kommen wir zum T-Shirt im Gefrierbeutel. Ihr kennt's. Zip. Und wir haben ein T-Shirt von... Ich guck zuerst. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das Motto, nochmal zur Erinnerung, war Battlegrounds. Und was passt da besser wie Worms? Schaut mal her, das ist ein Rambo-Wurm aus dem Spiel Worms. Ich weiß jetzt nicht aus welchem und ob es den überhaupt gibt. Wir gucken gleich mal ins Lootbook, was dazu noch steht. Sehr geiles T-Shirt. Sehr, sehr cooles T-Shirt. Prima. Einwandfrei. So, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum diese Kiste so riesig war. Wer die Horrorbox, das Unboxing gesehen hat bei irgendwem auf dem Channel, ich sag mal Silent Mike oder so, da war eine Maske drin aus Dota. Und diesmal ist passend dazu die Waffe dazu drin. Schaut mal her. Aber ich glaube, ich pack sie mal aus. Sehr geil, feiere ich sehr. Was bist du hier? Gut, kann man dich dran lassen? Ja. Wir haben eine... Ist das geil, das Teil. Eine fette, ja, wie soll man sagen, eine Labwaffe mit einer Kette dran. Ich weiß nicht, ob die Kamera, mein Kamerakind Danny, das schön einfangen kann hier. Schaut mal. So sieht sie aus. Den kann man zuschlagen. Nein, Spaß. Ja, schicke Waffe. Ich schätze mal, die kommt bei mir zu den Vitrinen an die Wand. Ich sehe keinen verstörenden Blick hinter der Kamera. Gut, dann machen wir das so. Ja, eine... die ist echt geil. Die ist cool. Ja, das ist wie so eine Labwaffe gemacht. Mit einer Plastikkette. Die kann man sich dann an den Gürtel hängen oder was weiß ich wohin. Oder an die Nase, wenn man hier so einen Nasenring hat. Gut. Ja, das war die Waffe zu Dota. Ich zeige euch nochmal das Schild dazu. Patch's Hook, das ist also von Patch der Haken. So. Zu Dota 2. Dreh's nochmal rum. So, habt ihr das auch gesehen? Genial, das Ding feiere ich absolut. Was haben wir jetzt noch? Jetzt ist nur noch die Werbung drin. Und zwar einmal gibt es... Könnt ihr sogar noch bestellen, bis zum 31. Oktober ist die bestellbar. Und zwar die Blockbuster-Box zu Filmen und Serien. Da werden wir mal gucken, was da so drin ist. Die wird es bestimmt auch noch öfters geben. Und in dem letzten Unboxing von der King's Loot war ja eine Werbung drin zu diesem King's Shield, wo ich noch vermutet habe, dass es vielleicht auch eine neue Box gibt oder so. Aber nein. King's Shield macht, ihr habt das letzte Mal gesehen bei dem Funko Pop, die haben immer so Schutzhüllen drum. Und das ist die Werbung praktisch dazu gewesen. Man kann jetzt im King's Loot Shop Hüllen kaufen für seine
Funko Pops, die gibt es in drei verschiedenen Stärken, von dünn bis unüberwindbar. Und ja, sind gar nicht so teuer. Guckt einfach mal rein, wenn ihr Funko Pops habt und die liebt und die schützen wollt. Hier gibt es die passenden Schutzhüllen dazu. Sind so durchsichtige. Wie gesagt, guckt mal ins letzte Unboxing von mir rein, da seht ihr, was ich meine. Gut, so, wir schauen ins... Wo habe ich jetzt das Lootbook hin? Hier. Wir gucken mal kurz ins Lootbook, ob es irgendwelche Varianten gegeben hätte. Das ist die normale Kingsbox, die interessiert uns nicht. Wir haben, ich klicke das mal gerade hier um, wir haben hier das Premium-T-Shirt John Wormbo. Genau, John Wormbo. Also, wie schon vermutet, ist ein Kingsloot-Exklusiv-T-Shirt. Und das ist von Worms. Dann haben wir hier die Nintendo Amiibo Lucina-Figur. Das ist das Pro-Item diesmal. Schaut mal, ich halte es mal so hoch. Und unten noch die Cappy. Dann auf der Rückseite haben wir von Northman die Halskette mit Amulett. Die Replika von dem Fleischhaken von, wie hieß der Kerl jetzt? Patch. Dann den Kingpin und die Arzog Collector's Coin von The Hobbit. Die Goldmünze ist natürlich aus purem Gold. Wir sind jetzt reich. So, was haben wir noch? Hier sind noch Spoiler drin zur Gamebox. Das interessiert uns aber nicht, weil ich möchte euch nicht spoilern und mich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, wenn euch das Unboxing gefallen hat und ich mehr davon machen soll, hier unten gibt es irgendwo einen Daumen, da kann man draufklicken. Den natürlich nach oben. Auf der anderen Seite, links daneben, ist ein Abo-Button, falls ihr den noch nicht angeklickt habt. Ich würde mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Unboxing. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Box gehalten habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend noch und tschö mit Ö.